Und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Hinter der Kamera der Kollege Enstein Video, Malte mit am Start mit seinem Equipment und macht hier heute tolle Aufnahmen. Ja, wie man im Hintergrund gut erkennen kann, die Maschinen stehen bereit. Wir haben schon ein bisschen was an Mist gefahren. Hinterm Steier hängt der Miststreuer vom Hersteller Bergmann und mit dem wird heute Mist gefahren. Mit dem Farmer 75 wie gewohnt, der Mist geladen, hinterm 75C hängt aktuell der Landsberg Grupper. Ja, ist auch als Gewicht gedacht, man hätte jetzt hier auch ein Front- bzw. Heckgewicht anhängen können. Ich habe ja unten an der Scheune noch 400 Kilo und 700 Kilo Gewicht stehen, aber eventuell tun wir hier jetzt gleich im Anschluss noch den Mist einarbeiten mit dem Grupper. Die Sache ist, uns ist jetzt schon aufgefallen in den Schlägen, in dem Gewand, wo wir hier unterwegs sind, dass der Unkrautdruck doch enorm ist, dass er ziemlich hoch ist. Hier wurde jetzt keine Herbizidmaßnahme gefahren und da wäre es vielleicht sogar besser, wenn man das Ganze pflügen würde. Die Sache ist, im Frühjahr bei den Böden hier, die sind relativ schwer. Wir haben es hier mit mittelschweren Lehmböden zu tun und die sind dementsprechend auch noch nass, trocknen nicht so schnell ab wie einen Sandboden. Und ja, wenn wir jetzt mit dem Pflug beigehen würden, was ich dann später noch zeigen wird, entweder grubbern oder pflügen, haben wir eben den Nachteil, dass wir hier Schwierigkeiten bekommen mit einem feinen Saatbeet, beziehungsweise Schwierigkeiten haben, ein feines Saatbeet hinzubekommen, ne? Weil das Erdreich, wo wir dann drehen mit dem Pflug, ne, ist dann ziemlich grobschollig, ja, und feucht, und das dauert dann auch wieder, bis das etwas antrocknet, abtrocknet. Dann müsst beim Vorkreiseln wahrscheinlich und dann folgedessen noch mit der Säkombination reinfahren, dass man quasi zwei Arbeitsgänge mit der Kreisläge hat, dass man hier ein feinkrümeliges Saatbeet erhält. Ne? Das wäre eben so die Sache mit dem Pflug, hat Vor- und Nachteile. Wir hätten halt den Vorteil durch den Pflug, dass wir eben hier den Unkräutern entgegenwirken können und den Unkrautdruck minimieren. Wir stellen die Feldhygiene durch den Pflug her, also hat alles für und wider. Nachteil natürlich höheren Zeitaufwand, den wir brauchen, höheren Kraftstoffverbrauch und somit auch höhere Kosten. Ne? Also, aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Thema Mist, ja, den wir hier fahren. Ihr habt es gesehen, die meisten von euch zumindest waren damals mit bei, wo wir hier vor, ja, wann waren das? Vor ein paar Wochen auf jeden Fall, hier den Mist gefahren haben mit der Bronar-Mulde hinter dem Steier. Da war der Kollege auch wieder mit am Start, hat tolle Aufnahmen gemacht mit seinem Camcorder und mit der Drohne. Hast du die Drohne heute bei? Ja, natürlich. Ja, passt, einwandfrei. Dürft ihr euch auf tolle Aufnahmen freuen. Das Wetter heute ziemlich diesig, ja? Aber vielleicht haben wir Glück und die Sonne kommt später noch raus. Die Woche noch trocken gemeldet, kommende Woche haben wir wieder einen Wintereinbruch, zumindest so gemeldet, ob es so kommt. Ich habe keine Glaskugel, kann nicht schauen, aber ja, wir werden es sehen, gell? Nächste Woche soll es dann wieder schlechter werden. Aber heute bringen wir den Misch noch raus und dann gucken wir mal, wie wir der ganzen Sache hier beigehen. Ob wir dann eventuell doch noch den Flug hinterspannen oder einmal hier das Ganze einschaffen mit dem Grupper, gell? Ich nehme euch mit, ihr dürft euch auf tolle Aufnahmen freuen und los geht's. Circling this heart you set alight. Open.
So Leute, wir haben jetzt die letzte Tour geladen, sind dann auch gleich fertig. Ja, bis auf die kleine Reifenpanne hat alles gut durchgestanden. Ne? Ich habe ja den Mischstreuer ausgeliehen vom Kollegen. Grüße gehen raus, danke dafür, gell? Und ja, die letzten Jahre hatte ich ja den vom Maschinenring, aber das hat sich jetzt hier kurzfristig so ergeben und der war zur Verfügung. Deswegen habe ich den dann zwei Ortschaften weiter abgeholt. Und so, abgesehen vom Reifen, jetzt hat alles super geklappt, aber anscheinend gehört es mittlerweile schon zur Tradition. Ich meine, letztes Jahr hatte man den vom Maschinenring, hat einen Blattfuß, jetzt haben wir den vom Kollegen, haben einen Blattfuß. Wir haben uns jetzt hier nichts reingefahren, wir haben eine Stelle gesehen am Reifen, wo ein bisschen, ja, wo Beschädigung erkennbar ist, aber die ist nicht von uns, also ich möchte mich da jetzt nicht rausreden. Aber man sieht, dass die einfach schon älter ist. Da haben wir erstmal gedacht, okay, da tritt Luft aus, aber im Endeffekt war es dann doch nicht so, gell? Ja, jetzt hält er. Ja, jetzt hält er komischerweise die Luft, ne? Also ähnliches Spiel wie letztes Jahr, haben wir ein Déjà-vu, ne? Und wir fahren jetzt hier die letzte Tour und dann sehen wir uns im Anschluss wieder. Willkommen bei meinem neuen Video, Lunchfreak TV, ab jetzt mit einem neuen Darsteller, der alte hat gekündigt, ab jetzt gibt es nur noch von mir Videos. Ab jetzt gibt es nur noch guten Content. Das erste Mal Steuer fahren? Oh ja, aber fährt sich gut, sehr gut. Tag, neues Glück. Ich melde mich zurück aus der Schlepperkabine. Wir haben heute den 5. März, ist ein Sonntag. Ja, ich habe den Flug hintergespannt. Ich war gestern noch bis um Viertel nach elf, halb zwölf unterwegs. War dann am Flügen. Ja, wieso, weshalb, warum, das werde ich euch später draußen am Feld erklären. Und der größte Nachteil am Flügen ist auf jeden Fall dieser hier. Ne? Wir sind auf Reserve, jetzt erstmal tanken und dann geht's weiter. So Leute, ich bin jetzt draußen im Feld, eben noch fix getankt, 1,749 der Liter. Meiner Meinung nach immer noch zu teuer. Abends ist der Sprit meist günstiger, aber was will ich machen? Ich habe am Betrieb keine Tankstelle, keine Hoftankstelle. Deswegen bin ich da den Preisschwankungen ausgesetzt. Ne? Ja, der Tank voll. Was habe ich jetzt neu getankt? Ich meine 130 Euro waren es insgesamt, da war der Tank voll. Und das ist der Nachteil beim Flügen, man kann zuschauen, wie der Tank leer wird. Ne? Kann man bei jeder Arbeit, ganz klar, aber beim Pflügen ist es halt extrem, weil der Kraftstoffverbrauch doch relativ hoch ist. Gerade bei den Verhältnissen, die wir hier haben. Ne? Wir haben hier schwerere Böden. Hätten wir hier einen sandigen Boden, hätten wir nicht so einen hohen Kraftbedarf und somit auch nicht so einen hohen Kraftstoffverbrauch, denn Kraft kommt vom Kraftstoff. Gell? Jo, so sieht's aus. Gestern noch gezackert mit dem Pflug. Und den Farmal 75C, also er kommt im Flug gut zurecht, aber so wie hier, ne, wo man es dann doch mit einem schwereren Boden zu tun hat und dann den Berg hoch aus dem Tal hoch schafft, ja, da merkt man dann doch, dass er ordentlich zu ziehen hat. Aber so im Großen und Ganzen sieht es doch in Ordnung aus. Hier und da hätte er es schöner einarbeiten können. Ja. Was ich am Flug vermisse, ne, er hat ja Strohleitbleche, das ja. Aber hier ein Vorschäler, das wäre noch ganz schön, aber hat er nicht und wir müssen eben mit der Technik schaffen, die wir zur Verfügung haben. Ja, und nicht nur wir, Leute, nicht nur wir freuen uns, dass es draußen auf dem Feld wieder rund geht, sondern auch die ganzen Vögel. Ja, die gehen jetzt hier bei, jetzt gerade
sind nicht so viel da, aber eben waren richtig viel da. Die gehen jetzt hier bei und bedienen sich. Ja? Die haben Appetit, die haben Hunger und die picken sich hier die ganzen Würmer aus dem Erdreich. Und das ist halt für die gefundenes Fressen, wortwörtlich. Gell? Eben waren auch Rotmilane da, 11 Stück an der Zahl habe ich gezählt. Richtig schöne Vögel, ja. Da oben umkreisen sie auch. Ne? Und die sind hier auf jeden Fall aktiv. Ne? Es geht wieder los, Natur legt los. Und ja, kommen wir zurück zur Thematik, warum habe ich geflügt? Ne? Wir haben es hier enorm mit dem Unkrautdruck oder mit einem enorm hohen Unkrautdruck zu tun, das hier vorne im Vorgewände sieht fast aus, ja, wie der Feldweg, ne? Aber es ist Ackerland, ja, und wir haben es hier mit Problemunkräutern zu tun, massiv Probleme mit Ackerfuchsschwanz und mit dem Windhalm, ja. Das ist ein Problem, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, ja. Entweder man geht chemisch bei oder mechanisch, ne? Man hätte jetzt hier beigehen können zuvor, vor Umbruch und vor dem Mist ausbringen, hätte man beigehen können und die ganzen Flächen abspritzen können, ja, mit dem Herbizid beigehen können und einen reinen Tisch machen, ja. Habe ich nicht gemacht und deswegen hat man dann alternativ gesagt oder habe ich mich dazu entschlossen, mechanisch der ganzen Sache beizugehen. Ich hätte jetzt grubbern können, ja, aber das wäre weniger effektiv gewesen, da hier der Unkrautdruck so enorm hoch ist. Also ich bin eigentlich kein Freund vom Pflügen im Frühjahr. Bin ich eigentlich kein Freund von, weil der große Nachteil eben der ist, dass wir hier den Boden relativ tief lockern, ja, einmal komplett drehen und wir dadurch auch einen enormen Verlust an Feuchtigkeit haben, die wir gerade im Frühjahr im Boden behalten möchten, ne? Weil der von Bedeutung ist. Ja, wenn wir das Korn jetzt ablegen, die Saat, und die nächsten Wochen regnet es nicht mehr, ruckzuck, ja, haben wir es hier mit Trockenstress zu tun, zu wenig Wasser im Erdreich. Und deswegen geht man im Frühjahr eigentlich ungern bei, zumindest sehe ich das so, und schafft tief. Ja. Ich kann mit dem Pflug niemals so flach arbeiten wie mit einem Grubber. Hinzu kommt noch, dass mir beim Pflügen der Boden nicht rückverfestigt wird. Ja, wie ist das jetzt zu verstehen? Wenn ich meinen Grubber angehängt habe, habe ich meine Schare, die laufen mir durch den Boden, die durchtrennen das Wurzelwerk und so. Ja, also fördern auch dadurch die Rotte, da kein Nährstofffluss zur Pflanze wieder stattfindet. Ne? Aber die Sache ist eben, dass mir beim Grubber, ja, hinterm Arbeitsgang quasi immer die Walze noch hinterherläuft. Ne? Die tut mir den Boden wieder rückverfestigen und somit habe ich hier einen geringeren Feuchtigkeitsverlust, ne? Wie beim Pflug. Beim Pflug wird ja die Scholle, also der Boden gelockert, ja? Der Pflugkörper läuft durch den Boden, dreht mir das ganze Erdreich einmal rum und bleibt so liegen. Ne? Es wird nichts rückverfestigt und dadurch hat man halt eben auch einen höheren Feuchtigkeitsverlust. Aber die Sache ist eben, dass der Pflug gegen diese Problemunkräuter effektiver ist, ne? Effektiver wie beispielsweise mein Grubber, ja. Es gibt noch verschiedene, also in der Landtechnik, im Bereich der Landtechnik gibt es so viele verschiedene Maschinen, die man auch verwenden kann, ne? Auch hier mit im Zusammenhang mit flacher Bodenbearbeitung und Co., wo man auch gegen Unkräuter vorgehen kann. Aber eben die Situation muss passen und das Wichtigste, man muss die Technik erstmal zur Verfügung haben. Wenn ich jetzt hier beigehe, beispielsweise mit einem Gänsefußschar und hier flach die Flächen bearbeite, ja, dann brauche ich erstmal die Gerätschaft und die Bedingungen dazu. Weil, wenn keine Sonne da ist, ja, dann verrottet mir das Ganze, beziehungsweise verdutzelt das Ganze nicht. Ne? Weil wenn es jetzt oben drauf liegen würde, ich hier flach arbeiten würde und es würde die Sonne scheinen, ne? Das Zeug verdotzelt, wächst nicht mehr an, dann hätte ich natürlich hier auch mechanisch, ja, gegen den Unkrautdruck gegengewirkt. Ne? Ich denke, das waren jetzt Gedankengänge, die man nachvollziehen kann. Ja? Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, aber ich habe mich jetzt für den Pflug entschlossen, da der eben hier gegen den Ackerfuchsschwanz, ja, durch diese Verschüttung, die hier stattfindet, am effektivsten ist. Ja? Jetzt muss man das Ganze im Auge behalten, wenn dann letztendlich hier die Braugerste, die hier vorgesehen ist für diese Flächen hier ringsherum, wenn die gesät ist, muss man das Ganze im Auge behalten. Man kann auch im Nachauflauf oder nach der Saat sagen, okay, man geht hier bei und bringt auch ein bodenwirkendes Herbizid aus. Aber das ist dann auch immer individuell der Situation bedingt zu entscheiden.
ja, die mechanische Unkrautbekämpfung wird in Zukunft durch den Wegfall der chemischen Mittel, der Herbizide im Ackerbau auch immer mehr von Bedeutung bekommen, ganz klar. Und ich denke, dass auch gerade hier bei uns in der Gegend in Zukunft der Pflug dann doch wieder öfters zu sehen sein wird, draußen im Acker. Ne? Wird nicht jedem gefallen, die Aussage, ich weiß, weil viele den Pflug verteufeln, ne? Aber er bringt auch Vorteile mit sich. Ne? Hat alles Vor- und Nachteile. Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, was passt. Ne? Man muss immer situationsbedingt handeln. Und wenn man irgendwo chemisch einsparen möchte, muss man mechanisch beigehen, weil nichts machen geht nicht. Ne? Entweder oder. Das Beste ist halt, wenn man es im Betriebsablauf miteinander kombinieren kann. Ne? Dass man eben die Mechanik so einsetzt, die Technik, dass man gegen die Unkräuter beikämpfen kann, ja, oder beigehen kann, dass man den Unkrautdruck damit eindämmen kann, eben, und so effizient wie möglich dann noch mit dem Herbizid, was dann eben passend für die Situation ist und natürlich auch zugelassen ist, gell? Also, ich fliege hier mal weiter und dann sehen wir uns später wieder. So Leute, ich melde mich zurück aus der Schlepperkabine. Es ist soweit, die Braugerste kommt in den Boden. Für alle Bierliebhaber ein magischer Moment. Und wir sehen hier die Sorte Amidala mit 200 Kilo je Hektar. Da liege mir bei 320 Körner. Wir haben hier eine 1000 Korn Gewicht bzw. 1000 Korn Masse von 58,3 Gramm. Und eine Keimfähigkeit von 95%. Ich fahre jetzt hier aktuell mit 3 bis 4 km/h, fahre direkt ins Geflügte. Hier wurde zuvor nicht geägt. Ich hatte schon die Befürchtungen, dass man hier beigehen muss, das Ganze einmal vorkreiseln. Ne? Ich habe das Ganze heute über den Tag nochmal liegen lassen, war ja heute Morgen noch mit dem Flug unterwegs und letzte Nacht noch mit dem Flug unterwegs und habe da bis um 11:30 noch Äcker gerichtet. Und heute Morgen dann gerade noch Vorgewände gerichtet. Und jetzt sind wir bereits schon am Sehen. Der Kollege Endstein Video wieder mit am Start. Kevin Corder mit bei, Drohne mit bei, denke ich. Gibt es wieder super Aufnahme. Ich sage auf jeden Fall schon mal Danke. Grüße gehen raus. Ihr dürft gerne mal bei dem Kollegen vorbeischauen. Der gibt sich immer super viel Mühe, macht immer super gute Aufnahmen. Und wir haben gerade telefoniert und hat gesagt, komm, ich komme noch rum und mache noch ein paar Aufnahmen. Einwandfrei, ne? Genau, gesehen wird die Sorte Amidala mit 200 Kilo je Hektar. Ist mehr wie im Vorjahr, obwohl es die gleiche Sorte ist. Aber das ist davon abhängig, was ich für ein 1000 Korn Gewicht habe, 1000 Korn Masse und was für Keimfähigkeit ich habe. Ne? Und wie gesagt, fahre jetzt hier ziemlich langsam mit 3 km/h, damit ich hier ein feines Saatbeet hinbekomme. Aber ein Vorkreiseln ist nicht nötig, Gott sei Dank. Damit spare ich mir viel Zeit. Und wie ihr erkennen könnt, ich hoffe, ihr könnt es auch erkennen, weil es schon ziemlich dunkel ist. Ich habe hier einen sauberen Saathorizont. Ne? Und das ist eben der Vorteil vom Pflug. Ich habe die ganzen Unkräuter, Beikräuter und auch das Ausfallgetreide, was vorhanden war, verschüttet. Der Nachteil eben, ich muss jetzt hier im Folgegang bei der Aussaat langsamer fahren. Ne? Der Felix war jetzt eben gerade noch im Feld draußen. Der ist jetzt wiederum runtergefahren zur Feldscheune. Der holt jetzt den Farmal 75C und bringt noch Saatgut. Find it there.
sieht das aus. Felix, lang mal mit nach. So Leute, ich melde mich zurück. Wir haben mittlerweile schon wieder den 10. März, ist ein Freitag. Ich befinde mich hier in der Scheune. Hab mal die Tore aufgemacht, dass man hier einigermaßen was erkennen kann. Ne? Ist ziemlich dunkel, aber das ist eben der Witterung verschuldet. Ne? Die Sonne zeigt sich heute leider nicht. Eher Sauwetter, unangenehm und regnerisch. Ja? Die letzten Tage hat es so viel geregnet. Allein die letzten zwei Nächte hatten wir mindestens über 40 Liter auf den Quadratmeter. Ich habe jetzt die Regenmessstation nicht ausgewertet, nicht ausgeglittert. Hätte ich mal machen können, ne? Aber habe ich nicht. Aber es war auf jeden Fall viel. Viel zu viel auf einmal. Ne? Und ja, seit Sonntag stehen die Maschinen still. Sonntagabend noch gesät, haben dann leider abbrechen müssen aufgrund technischer Probleme. Ja, ich hatte hier mal Lärm mit der Zapfwelle von der Kreiselegger, ne? Die ist jetzt auch einmal neu gekommen. Also abgesehen vom Gelenkwellenschutz, Moment, ich mache euch ein bisschen Licht, vielleicht bringt es ja was. Abgesehen vom Gelenkwellenschutz ist die Zapfwelle jetzt komplett neu, samt Rutschkupplung. Ne? Das war ein teures Unterfangen. Hey, ich habe jetzt bezahlt brutto, also mit Steuer, 955 Euro und ein paar Cent. Ne? Gewaltig, ja, gewaltige Summe, aber was will man machen? Kaputt ist kaputt, ja. Und die Maschinen gehen meistens dann kaputt, wenn man sie braucht. Das ist einfach das größte Problem bei der Geschichte. Und das Innenleben von der Zapfwelle jetzt komplett neu. Also alle die Kreuzgelenke neu, die Welle an für sich ist neu, die Gabel neue, Flansch und hinten die Rutschkupplung. Und ja, also die hat jetzt keine Luft mehr, weil die war fertig. Ne? Und da ging gar nichts mehr. Die ist mir hops gegangen. Und hinzu kam noch, dass mir hier unten ein Zinken kaputt gegangen ist, oder besser gesagt, ein Scherbolzen oben drin ist gebrochen, aber das war jetzt weniger schlimm. Das schlimmere Übel war jetzt hier, ne, die Zapfwelle. Das ist dann Sonntagabend passiert, sonst hätte man vor dem Regen wahrscheinlich noch alles sehen können. Ja, also wir waren motiviert, immer anhand der Aufnahmen, die ihr zuvor schon gesehen habt im Video, die übrigens super geworden sind. Grüße gehen raus an den Kollegen. Einstein Video, dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Und ein bisschen Liebe da lassen. Liebe. Und dürft ihn gern supporten. Ne? Die Aufnahmen sind super. Er wird auch noch am Wochenende ein Video hochladen. Werde ich teilen. Dürft ihr gern vorbeischauen. Like da lassen oder gegebenenfalls auch ein Abo. Ne? Hat er gute sich auf jeden Fall verdient. Und ja, das ist der Grund, warum wir am Sonntag nicht weitersehen konnten. Ne? Hätten wir halt eine Nachtschicht gemacht, wären wir fertig gewesen. Fertig geworden, höchstwahrscheinlich. Ist halt immer blöd, wenn man was schaffen möchte und dabei geht was kaputt. Aber wie gesagt, Maschinen gehen eben dann kaputt, wenn man sie braucht. Wenn sie im Winter rumstehen, gehen sie selten kaputt. Und so war es dann, dass ich am Montagmorgen gleich bei der Werkstatt angerufen habe, bei der Werkstatt meines Vertrauens, und habe gefragt, hey, wie schaut's aus?
wie schaut's aus? Können wir da vorbeikommen wegen der Zapfwelle? Ich denke, dass die getauscht bzw. gemacht gehört. Und mein Vater hat dann Freikart an dem Tag, ist dann in die Werkstatt gefahren und die haben gleich alles ausgebaut, haben dann geguckt nach den Teilen und Preise verglichen und so weiter und so fort. Und ich meine, am nächsten Tag, war es am Dienstag oder am Mittwoch? Ne, am Dienstag war es, habe ich schon die Zapfwelle wieder abholen können nach Feierabend. Habe sie dann hier eingebaut. Genau, habe sie dann hier eingebaut. Und im Endeffekt Probe laufen lassen. Und das Ärgerliche war, erst daraufhin ist mir das mit dem Zinken da unten aufgefallen, ne? Vorher ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ich habe es euch jetzt zuvor schon sagen können, weil für mich war es ja dann schon im Nachhinein, ne? Und an dem Abend, am Sonntagabend, wo uns eben das mit der Zapfwelle aufgefallen ist, ist uns das mit dem Zinken erstmal gar nicht aufgefallen. Ist ja auch weniger schlimm, ne? Weil den Zinken haben wir nicht verloren an für sich, der hat sich einfach verdreht, ja? Der ist mit zwei Scherschrauben gesichert und eine davon ist abgeschert, ist gebrochen und dann hat sich der Zinken einfach in sich verdreht. Ja. Also der Zinken ist nicht weg, den habe ich jetzt aber ausgebaut, weil da kommen neue Schrauben rein und da brauche ich Schrauben mit Schaft. Ne. Und genau, da muss ich jetzt noch beigehen und das richten. Ja. Und dann seht ihr ja, wann es weitergeht. Im Endeffekt ist halt immer blöd, wenn man dann zwei, dreimal anfangen muss für das bisschen an Fläche, weil viel ist da eigentlich nicht, ne? Ich meine, der Aufwand, bis die Maschinen gerichtet sind, ne? Und man rausgefahren ist und so weiter, da ist eigentlich egal, ob man 2, 3, 4 Hektar sieht oder ob man 10 Hektar sieht, ne? Ich meine, wenn es mal läuft, dann läuft's, dann kann man auch fahren, ne? Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn natürlich immer irgendwas ist und man dann rumgurken muss wegen irgendwelchen kleinen Schlägen und, das ist halt immer von Nachteil, gerade wenn die Dieselpreise so teuer sind und so ist es eben bei uns, gleich strukturierte Flächen, ne, kann man nicht vergleichen mit anderen Bundesländern. Ja, das sind die Vorgewände, ne? In der Fläche sind das so groß wie bei uns der gesamte Acker oder noch größer sogar, ja. Aber so ist es eben, man muss auch nicht immer vergleichen, man kann auch nicht immer vergleichen. Aber mir ist das durchaus bewusst, wie die Gegebenheiten sind, ganz klar. Und was ich auch noch ansprechen wollte, ne, von der Seherei, da wird es dann, denke ich, noch Aufnahmen geben, wenn es da weitergeht dann letztendlich. Nächste Woche ist noch wechselhaft gemeldet. Zum Ende hin dann zum Ende der nächsten Woche soll es dann wieder beständiger werden. Ne? Aber bei dem, was jetzt runterkam, Regentonne ist auch wieder voll. Bei dem, was jetzt runterkam, da muss es erstmal 4-5 Tage abtrocknen, mindestens. Ne? Weil die Gerste will eigentlich nicht reingeschmiert werden, das mag die nicht so. Deswegen sollte man sich da auf jeden Fall gedulden. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt einmal den Standort gewechselt und bin bei mir zu Hause. Habe mir einen Kaffee gemacht. Ist wesentlich angenehmer. Draußen geht ein richtiger Wind. Jetzt regnet es auch wieder. Richtig unangenehm. Und Akku war leer, ne? Wie so oft. Der Klassiker. Ja. Aber jetzt geht's weiter. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Das eine Problem mit der Zapfwelle hatte man gelöst. Ja. Nächste Problem, ne? Probleme, ne? So ist halt manchmal. Ja, mein Vater hat diese Woche Montag Dünger gestreut, hat angefangen mit der ersten Gabe im Wintergetreide, um genau zu sein mit der Wintergerste. Ja, welcher Dünger wurde gefahren? NPK, ne? Der Volldünger. Und da hat er nach 2 Fuhren aufhören müssen. Was ist kaputt gegangen? Nichts, ja. Das ist schon mal das Gute. Aber der Landhandel hatte keinen Dünger mehr, ne? Jetzt fragen sich sicher viele, oh okay, hat er denn vorbestellt? Ja, ich habe vorbestellt. Ich habe den Dünger bereits im Februar vorbestellt. Und viele hatten sich auch gefragt, was für einen Preis ich gezahlt habe. Ne? Es war so, dass ich für den Calcamon Salpeter 620 Euro die Tonne, also 62 Euro der Doppelzentner bezahlt habe, exklusive Steuer. Und der MPK, der Volldünger, hat mich gekostet 68 Euro. Ne? Der Doppelzentner, also somit 680 Euro. Netto, exklusive Steuer, die Tonne. Ja, vorbestellt, bezahlt, zu 100% im Vorkasse geht man bei der Geschichte. Ne? Also ich habe es schon bezahlt, so ist es. Ne? Und jetzt haben sie keinen Dünger mehr da. Ja? Also sie haben noch Calcamon Salpeter da, aber kein Volldünger, kein MPK-Dünger. Ne? MPK steht für Stickstoff, Phosphor und Kali. Ja, fahre ich normalerweise in der ersten Gabe. Und letztes Jahr war es eine Ausnahme, da habe ich in der ersten Gabe Calcamon Salpeter gefahren, aber das hat den Grund gehabt, dass ich im letzten Jahr
2022 keinen MPK-Dünger bekommen habe. Ne? Deswegen habe ich dann alternativ den Calgamon-Salpeter gefahren und habe für Phosphor und Kali eben noch den Festmischt in den Getreidebestand gefahren. Ne? So war es dieses Jahr nicht geplant. Deswegen habe ich ja NPK-Dünger, Volldünger vorbestellt, auch zu 100% bezahlt und eben den Calgamon-Salpeter genauso vorbestellt und bezahlt. Ja, und jetzt haben wir es nicht mehr auf Lager. Das Lager war leer. Sie haben die letzten Reste zusammengekratzt. Mein Vater hat sie dann noch ausgebracht. Und jetzt habe ich die Woche schon zweimal telefoniert. Und der Kollege im Landhandel meinte, dass sie sehr wahrscheinlich kommende Woche dann nochmals eine Ladung gebracht bekommen. Also da gibt es dann wieder Dünger. So hofft man es, ja. Und dass wir dann weitermachen können mit der ersten Gabe. Momentan haben wir Glück, dass das Wetter so schlecht ist, weil die Befahrbarkeit draußen in der Fläche ist eh nicht gegeben. Deswegen ist es nicht ganz so ärgerlich. Aber, ne, wäre jetzt draußen schönes Wetter, man könnte die Fläche befahren, dann hätte es ja jetzt trotzdem keinen Dünger im Lager. Ne? Hätte man trotzdem keinen Dünger. Ne? Können wir von Glück reden, dass das Wetter momentan eh nicht mitspielt. Aber auf jeden Fall ärgerlich. Ne? Ich meine, das ist ungefähr so für all jene, die jetzt nicht mit der Materie, mit der Landwirtschaft zu tun haben. Ihr bestellt irgendwas, ja. Und braucht es dringend und ihr geht zu 100% im Vorkasse und erhaltet es dann nicht, ne? Das ist dann ärgerlich. Natürlich bekomme ich es jetzt, ja, aber natürlich auch zu einem anderen Zeitpunkt, ja. Oder so natürlich ist es eigentlich gar nicht, weil die Situation hatten wir so an für sich noch nie. Mein Vater hat es noch nicht und ich hatte es auch noch nicht bisher, ja. Weil in der Regel, wenn man was bestellt und bezahlt, dann möchte man ja auch den Umfang, den man bezahlt hat, ne, dann erhalten, wenn man ihn braucht, ja. Und an dem Tag, wo mein Vater gedüngt hatte, hatte er frei, hatte er Urlaub. Da hätte er ja den Tag durchfahren können, ne? Und hätte halt nicht zwei Streuer gestreut, sondern 6-7 Streuer oder weiß nicht wie viel, ja? Aber Beispiel jetzt. Ärgerlich auf jeden Fall, aber so ist es eben. Genau, aufregend ändert auch nichts, ja? Die Leute im Landhandel können da nichts für, ne? Also, das haben andere Leute zu verantworten auf jeden Fall. Ärgerlich, ja? Ärgerlich. Ich meine, sowas hat es zuvor noch nicht gegeben. Nein. Zumindest nicht, was den Dünger betrifft, gell? Ja, das wäre ungefähr so, wie wenn ein Kunde mir was beauftragt, ich ihn, oder sagen wir so, der Kunde gibt mir was in Auftrag, ich verrechne ihm das komplette Auftragsvolumen, ne, beispielsweise 5.000 Euro, ja, und er bezahlt es, geht auch in Vorkasse und dann komme ich nicht, weil ich sage, nö, ne, jetzt nicht, oder ich komme in 4-5 Wochen, ne? Sowas geht nicht, sofern es nicht vorher ausgemacht ist, gell? Aber naja, neues Jahr, neue Herausforderungen anscheinend, wie immer, irgendwas, ja. Und weiter ging es dann mit den Gärsubstraten. Ich habe die Woche am Montag noch Gärsubstrate gefahren bekommen, auch ins Wintergetreide, in den Winterweizen, zumindest auf einen Teil der Fläche. Da es zu Komplikationen kam in Form von Nässe. Ne? Es hatte ja immer mal wieder geregnet und einen Teil der Flächen konnte man nicht befahren und da hat man dann abbrechen müssen und somit sind diese Flächen jetzt nicht gedüngt. Ja? Gärsubstrat war ja die Geschichte, dass ich die Luzernefläche abgegeben habe an einen Betrieb, der eben eine Biogasanlage unter anderem führt und der wiederum da die Luzerne verwertet, ich im Gegenzug hier das Gärsubstrat bekomme und ich mich damit vom Düngegeschehen, vom Düngemarkt ein Stück weit ja, unabhängig mache. Ja. Und klar, ganz reicht es nicht, ne? Aber ich kann eben sagen, okay, einen Teil meines Nährstoffbedarfs decke ich durch den Pferdemist, den ich zur Verfügung habe und durch die Gärsubstrate und eben durch den Mineraldünger. Ne? Und so kann man sich dann auch wiederum Kosten einsparen, ja. Und man ist auf jeden Fall dem Düngegeschehen, dem Düngemarkt, besser gesagt, dem Düngermarkt, ja, nicht so ausgeliefert. Aber ihr seht es, rechtzeitig bestellt, gleich bezahlt, ne, und im Endeffekt die Ware doch noch nicht auf dem Feld, ja, da wo sie eigentlich sein soll, weil die Vegetation, die ist bereits im Mitte Februar schon wieder, ne, hier losgegangen, weil es ziemlich mild war. Ja Leute, im Großen und Ganzen wisst ihr Bescheid, was die letzten Tage so geschehen ist oder auch nicht, was gut lief und was weniger gut lief. Und ich denke, das war's dann auch erstmal für dieses Video. Wie gesagt, schaut nochmal beim Kollegen vorbei, Endstein-Video. Ich danke für die super tollen Aufnahmen, ne? So Drohne-Aufnahmen, die sind einfach geil, die werten jedes Video auf.
Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Video werde ich ein bisschen noch auf die Pflanzenschutzmittelthematik eingehen. Und ja, da gibt es auch ein bisschen was zu berichten, da ich jetzt ein bisschen umgestellt habe, zwecks Wirkstoff und Co. Aber da gehen wir dann im nächsten Video drauf ein, gell? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da, Kommentar, Abo und pusht das Ganze hier, ne? Also, machen wir die 20.000 voll. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.